Mein Name ist Werner Ilsinger, ich bin Präsident der Digital Society, das ist der Verein, in dessen Räumlichkeiten Sie sind. Und wir haben in der Pause ganz kurz ein bisschen geplaudert, was die Digital Society tut. Die Digital Society versucht zu arbeiten an der Schnittstelle der technologischen Veränderung zur Gesellschaft. Also die Fragestellung ist, wenn wir uns das ganze Thema digitale Transformation anschauen, dann steckt da zwar der Begriff digital drinnen, aber das Wichtige ist Transformation und es verändert gerade sehr, sehr viel rund um uns herum. Und eben der Verein Digital Society beschäftigt sich mit diesen Veränderungen und deswegen haben wir heute auch das Thema der Arbeitszeit im weitesten Sinne gewählt, weil eben auch da es Veränderungen bedarf. Ich will ja gerade ein bisschen was passiert zu diesem Thema. Es gibt ein neues Arbeitszeitgesetz und die Idee war sozusagen, dass wir heute darüber diskutieren, wenn wir uns die Zukunft anschauen, die Veränderungen anschauen, die gerade passieren, ist jetzt das Richtige passiert? Ob es auf die richtige Art passiert ist, glaube ich, werden wir heute nicht diskutieren. Aber auch gibt es vielleicht andere Dinge, die wir bräuchten in dem Umfeld und wie verändert sich die Arbeit und was hat das für Auswirkungen auf die Regularien, die sozusagen passieren. Wir versuchen das Ganze aufzunehmen. Der Michi Ebner steht hinten an der Kamera und zeichnet die Geschichte auf. Und sie wird danach auch zum Nachschauen für diejenigen, die Freunde haben, denen man das zeigen möchte, auch auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Gut, damit beginne ich mit der Vorstellung unserer heutigen Diskutanten und ich bitte alle der Reihe nach, sich selbst vorzustellen. Albert Steinhauser ist der Erste. Gut, dann beginne ich. Albert Steinhauser, ich war 10 Jahre Nationalratsabgeordneter der Grünen. Thematisch hat sie mir einen Bezug zur Organisation gegeben, weil meine Themen dort unter anderem, nicht nur, ich hole jetzt nicht groß aus, aber jedenfalls Datenschutz waren. Insofern hat sie mir Berührungspunkte gegeben und ich war schon ein paar Mal zu Gast. Was im Herbst passiert ist, weiß jeder, brauche ich nicht erklären, wir können uns jetzt nicht im Nationalrat, damit endet auch meine politische Tätigkeit im Nationalrat. Und ich bin, und das ist jetzt der Bezug zum heutigen Thema, insofern ist es eine Schnittstelle sogar, zurückgekehrt in die Gewerkschaft der Privatangestellten, wo ich Jurist der Gerichtsvertretung 7 Jahre war. Jetzt bin ich im Kollektivvertragsverhandlungsteam und insofern immer wieder mit Arbeitszeit befasst. Super, Dankeschön. Und ich muss noch dazu sagen, ich rede nicht für die GPA, sondern ich führe sozusagen meine alte und meine neue Profession zusammen und gebe Einschätzungen ab, aber bin nicht offizieller Vertreter der GPA. Okay, super. Michael Barth? Tja, Michael Barth, Professor aus Leidenschaft, 18 Jahre in der Industrie, Capgemini, Microsoft, Philips, meine Erfahrung gesammelt, um dann mit der Erfahrung in die Forschung zu gehen, 2010 an der IMC FH Krems und forsche zum Thema Arbeiten 4.0 und was wir da so alles in unserer Hexenküche fabrizieren, da können wir ja nachher drüber sprechen. Super, ja. Dankeschön. Markus Raunig. Ich bin Geschäftsführer von Austrian Startups. Das ist eine Non-Profit-Plattform und Think Tank für innovatives Unternehmertum in Österreich. Sind in der Form auch so ein bisschen als Dachplattform der österreichischen Startup-Szene aktiv. Fokussieren uns auf 3 Bereiche, Kommunikation und Inspiration, Vernetzung und gesellschaftliche Veränderung, auch der Rahmenbedingungen für Unternehmertum. Dementsprechend sehr breit auch aufgestellt und definitiv auch wieder Touchpoints zu diesem Thema. Super, Dankeschön. Leopold Miedl. Ich habe bis vor ein paar Jahren Betriebsratsobmann und Leiter im Marketing bei der HI AG, heute bei der HI, Marketing-Sitter. Einer der größten Erfolge war vor Jahren, dass ich die Verschiebung des Konzernsitzes von Wien nach Frankfurt verhindern konnte. Nicht, weil wir gemauert haben, sondern ganz einfach, das wahrscheinlich an die Substanz der IHI gegangen wäre, weil wer geht da mit? Dann kommen dann wahrscheinlich eh noch hier auf das Thema. Die
die Besten im Unternehmen sind, die sind die Ersten, die weg sind, weil die kriegen relativ schnell einen Job. Die anderen, die Mittelmäßigen, die bleiben da noch und schauen weiter, wo sie sich auf heimatlichen Boden weiterhin bewegen können. Und wer geht dann mit? Ne? Also das war unsere Überlegung, das war zu Zeiten, also mit Rudi Nürnberger. Und man kann als Betriebsrat etwas bewegen, man muss nicht unbedingt der Klassenkämpfer sein, man kann auch Co-Manager sein oder im Sinn des Unternehmens entsprechend agieren und hat damit die bestgesicherten Arbeitsplätze. Das war mein Ansatz dabei. Seitdem wir jetzt umbilden, befassen wir mit dem Thema Arbeit und Arbeitsbedingungen auf der einen Seite, Aufsichtsrat auf der anderen Seite, bin auch in der Ausbildung von Aufsichtsräten nach wie vor aktiv. Und im Gespräch kann man dann noch ein paar Details und die im Moment bedenklich sein. Nicht die Arbeitszeitflexibilisierung. Super, Dankeschön. Ich glaube, wenn wir über das Thema Flexibilisierung der Arbeit sprechen, dann ist das etwas, was grundsätzlich, glaube ich, in weiten Bereichen sehr undiskutiert war, dass es Veränderungen braucht. Vielleicht gehen wir als erste Runde mal darauf ein, wie sich die Arbeit derzeit verändert und warum wir sozusagen die Regelungen verändern müssen. Ich glaube, dass das ein guter Punkt ist. Also ich habe vorher gesagt, digitale Transformation. Früher, glaube ich, war es ja üblich, dass man sozusagen, man sagt es ja auch noch immer, in die Arbeit gegangen ist, weil die Betriebsmittel einfach in der Arbeit waren und ich konnte ja nur dort arbeiten. Mit der Digitalisierung verändert sich das ganz dramatisch, weil in Wirklichkeit die Betriebsmittel, sobald sie digital sind, überall verfügbar sind. Und ich glaube, das ist der große Veränderungspart hier drinnen. Vielleicht, dass wir mal über das kurz einmal eine Runde machen. Fangen vielleicht mal an. Ich würde fast versuchen, dass der Herr Professor beginnt und einmal aus seiner Sicht gut die Veränderungen beschreibt und wir sozusagen replizieren, okay, weil für diese Veränderung sind Sie nicht der Fachmann. Ja, beginne ich mal mit einem Beispiel. So der typische Arbeitstag. Auch ja, Knowledge Work, Büroarbeit, warum nicht in der Früh von zu Hause beginnen zu arbeiten, um 8, um 9 an Konzepten arbeiten, dann vielleicht 2 Stunden zum Sport, danach ins Büro, am frühen Nachmittag raus, einkaufen gehen, um 18, 19 Uhr das Notebook wieder aufklappen und vielleicht, weil der Biorhythmus dazu passt, bis 22, 23 Uhr durcharbeiten, noch ein paar Konferenzen mit den USA machen. Das kann vielleicht ein normaler Arbeitstag sein und jeder Arbeitstag, und das, was man da schon sieht, was ist da der Punkt? Wir arbeiten nicht mehr kontinuierlich durch, sondern eher mit mehr Unterbrechung. Das ist sehr, sehr typisch und das ist halt gefördert durch die digitalen Medien und die technologischen Möglichkeiten. Aber dann kommen auch so die Kleinigkeiten dazu. Sonntagabend, ich schaue in meinen Kalender, was ich morgen für Termine habe und ob wichtige E-Mails schon drohen für den nächsten Tag. War das dann schon Arbeitszeit und Unterbrechung der Ruhezeit? Ja. Auch das, also das zieht sich komplett durch, diese Trennung zwischen Arbeit und Privat löst sich auf und dann kommen noch bedenkliche, gerade in Österreich bedenkliche Entwicklungen hinzu, wie der Missbrauch der All-In-Verträge, der Rückgang der Möglichkeit, Arbeitszeit aufzuzeichnen und den so wichtigen Zeitausgleich zu konsumieren. Und All-In-Verträge werden missbraucht, die waren mal gedacht als vertragliches Konstrukt, arbeitsvertragliches Konstrukt für Führungskräfte. Heute bekommt das fast jeder und das sehen wir in unserer Forschung, wie wichtig gerade die Balance ist zwischen Arbeit und Erholungszeit. Und Zeitausgleich ist ein fantastisch einfaches Instrument und wie Firmen das intelligent gelöst haben, wie zum Beispiel BMW unter anderem, wie man damit gut umgehen kann, ohne viel Administration und ohne viel komplizierte Gesetzgebung, das können wir ja später besprechen, aber halten wir mal fest, Arbeitszeit ist quasi fraktal, tritt fraktal, immer fraktaler auf. Und wie gehen wir damit um? Es gibt nicht mehr diesen 8- oder 9- oder 10-Stunden-Block, was unsere Politiker da geträumt haben von den 12 Stunden. Das existiert so gar nicht mehr. Und von daher halte ich das vielleicht als Eingangsstatement einfach für das falsche Thema. Themenverfehlung hätte man in der Schule zu den Damen und Herren gesagt.
Das mal als erster Hintergrund und als erster Anstoß für die Diskussion. Okay. Vielleicht dann nehme ich jetzt den Markus Raunig ran, weil er ist im Startup-Environment unterwegs. Und vielleicht kannst du uns ein bisschen dazu sagen, wie das sozusagen im Startup-Umfeld funktioniert und ob die Regelung, die jetzt gekommen ist, ob du das bestätigen kannst, dass das Themenverfehlung ist oder wie das da ausschaut. Ja, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das war auch bisher nicht so, dass man in Startups in Blöcken gearbeitet hat. Ich glaube, es gibt zwei Aspekte, die ich vielleicht auch da spezifisch aufgreifen will. Das eine ist Internationalität. Also es ist einfach so, dass viele Startups mittlerweile mit internationalen Teams arbeiten. Das heißt, dass man nicht mehr dazu gezwungen wird oder auch nicht mehr es eine Notwendigkeit ist, dass man in die Stadt der Firma zieht, sondern besonders im IT-Bereich es ganz normal ist, dass wenn man ein wirklich guter Entwickler ist, dass man einfach in seiner Heimatstadt bleibt und sei das jetzt Wien, und wenn ein Startup aus Berlin anruft, dann arbeitet man halt aus Wien und sieht seine Kollegen nicht jederzeit. Das ist natürlich dementsprechend ganz klar ein Faktor, der da mitspielt. Man kommt nicht mehr ins Büro, man macht alles von zu Hause oder dem Coworking Space, wo man arbeitet. Und der zweite Punkt, den ich auch sehr spannend gefunden habe, wo ich jetzt auch selbst zum Nachdenken bekommen habe, ist das Thema mit All-In-Verträgen. Weil de facto kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass sehr viele Startups vielleicht nicht in den Vertrag All-In reinschreiben, aber schon eigentlich von einer All-In-Vereinbarung ausgehen. Ganz einfach, weil die Dimension, die da gewählt wird, ist keine Input-Dimension, sondern eine Output-Dimension. Das heißt, besonders früh, wenn man noch wenig Mitarbeiter hat, dann heißt das nicht, bitte arbeite 40 Stunden im Bereich Marketing, sondern du bist jetzt unser erster Marketing-Mitarbeiter. Du bist dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Und das ist ja de facto in der Form auch sehr ähnlich einer Führungsfunktion. Aber ich glaube, trotzdem muss man hinterfragen, ob oft überfordert das die Leute dann teilweise auch. Aber es ist, glaube ich, auch ein Grund, warum besonders in den kleinen Einheiten, die wir jetzt haben, das sehr oft auch ein gewähltes Format ist. Gut. Ich denke mir, dass es wahrscheinlich auch andere Veränderungen noch gibt, die auf uns hereinprasseln. Vielleicht, Albert, kannst du ein bisschen aus deiner Erfahrung... Ja, ich möchte zuerst auch widersprechen, wir wollen ja diskutieren. Natürlich. Also ich teile die Erfahrungen so nicht. Es gibt den Trend natürlich in die Richtung, dass durch die Digitalisierung sich Arbeitsverhältnisse verändern. Aber wenn ich mir anschaue den Handel, wenn ich mir anschaue das Gewerbe, auch noch große Teile der Industrie, dann wird dort tatsächlich so gearbeitet, dass die Menschen in der Früh hingehen und irgendwann am Abend nach Hause gehen. Das ist sozusagen als denkbare Variante in Entwicklung möglich, aber das Regelarbeitsverhältnis gibt es nach wie vor. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Homeoffice, was beschrieben ist, ist ebenfalls noch die Ausnahme und sehr oft auch gar nicht von den Unternehmen gewünscht, weil mit dem Homeoffice durchaus auch Vertrauen und Kontrolle abgegeben wird, dass die Unternehmen gar nicht abgeben wollen. Weil sie wollen ja schauen, was macht er, sie wollen über die Schulter schauen, etc. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt, wenn wir heute über Flexibilisierung in der Politik reden und in den Maßnahmen, dann reden wir ja nicht darum, dass ich mir jetzt aussuchen kann, dass ich um 10 am Tennisplatz stehe, um 1 wieder im Büro bin und dann eine Zeit lang arbeitet, dann Freunde zum Kaffee trifft und dann nochmal ins Büro fahren würde, sondern dann reden wir in der Regel über mehr Arbeit. Weil, wir brauchen uns so die letzte Novelle anschauen, die unter Flexibilisierung gehandhabt wurde, dann ging es nicht darum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frei über ihre Arbeitszeit entscheiden, sondern dass eine 11. und 12. Stunde gearbeitet wird. Das heißt einfach schlicht mehr Arbeit. Und wenn man bedenkt, dass Österreich, was die Arbeitszeit betrifft, die Dauer, bereits die Nummer 3 oder immer schon die Nummer 3 in Europa war, in der EU, das heißt, dass in Österreich sehr lang gearbeitet wird, dann geht es in Wirklichkeit nicht um Flexibilisierung im Sinn des Arbeitnehmers, so wie Sie es beschrieben haben, sondern dann geht es im Prinzip um mehr Arbeit und auch um die Überwälzung des wirtschaftlichen Risikos. Gute Auftragslage, dann will ich möglichst wenig Zuschläge zahlen, und schlechte Auftragslage, dann will ich, dass die Arbeitskraft möglichst zeitausgleich nimmt. Und dann geht es in Wirklichkeit um Verteilungsfragen. Wenn wir über Arbeitszeitflexibilisierung reden, im Sinn auch der Arbeitnehmerinnen, wie Sie beschrieben haben, Work-Life-Balance, Freizeitgestaltung, Kinderbetreuung, da müsste eigentlich das Unternehmen Kontrolle abgeben. Das passiert bei allen gesetzgeberischen Maßnahmen im Moment nicht.
Daher erleben wir jetzt eine scheinbare Flexibilisierung, die in Wirklichkeit eine Arbeitszeitverlängerung ist. Und ich will präzise sein, nicht über die 40 Stunden Arbeitswoche hinaus, aber in dem Sinn, dass in Summe die Zeit, die wir arbeiten, steigt. Und das hat nichts mit Flexibilisierung zu tun, sondern das ist einfach schlicht, ich habe es ja schon gesagt, eine Art Verteilungskampf, wie viele Überstundenzuschläge gibt es und wenn es mal schlecht geht, kann ich das irgendwie überwälzen oder kann ich das nicht überwälzen. Es gäbe Gleitzeitmodelle, die relativ viel Flexibilisierung zulassen. Ich brauche nur keine Kernzeit festlegen. Das heißt, ich sage, die Arbeitszeit ist von 8 bis 20 Uhr und du musst deine 8 Stunden im Wochenschnitt leisten und kannst da aussuchen, wann du kommst. Nur die wenigsten Unternehmen machen davon Gebrauch. Es gibt immer eine Kernzeit, man muss sich ja nur umhören, wenn man mit anderen redet. Da heißt dann Kernzeit, spätestens muss man um 11:30 im Büro sein und dann muss man bis 15 Uhr dort sein. Das ist nicht wirklich Flexibilisierung. Flexibilisierung wäre 8 bis 20 Uhr, du suchst dir aus, wann du kommst. Aber das wollen dann wieder die wenigsten. Insofern wird unter Flexibilisierung für Arbeitnehmerinnen viel verpackt, wo es in Wirklichkeit um ganz andere Fragen geht. Ich glaube, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig, nämlich das Thema, wenn ich Flexibilisierung haben möchte, dann muss ich in Wirklichkeit Kontrolle abgeben. Mhm. Genau, dann ist es auch nicht einseitig. Ne? Nicht einseitig, ne? Ja. Weil ich glaube, dass also in der Diskussion das oft gar nicht vorkommt, dass sozusagen natürlich der Unternehmer sagt, ich brauche mehr Flexibilisierung, weil ich halt unterschiedliche Aufgaben bewältigen muss und zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber natürlich auch der Mitarbeiter sich wünscht, dass er halt zu bestimmten Zeiten was tun kann, was er zu erledigen hat. Also da gibt es ja auf beiden Seiten Interessen, aber das muss man irgendwie zusammenbringen. Und ich glaube, dass dieses Thema Kontrolle aufzugeben für Unternehmen schwierig ist, aber es ist auch für die Manager sehr schwierig, es aufzugeben, weil man halt immer schon gewohnt war, dass wenn man sozusagen seinen Mitarbeiter sieht, dann arbeitet er was. Und wenn er aus den Augen ist, dann nimmt man mal an, dass er nichts arbeitet. Genau. Ne? Man sagt ja auch, jemand arbeitet unselbstständig. Das genau. Impliziert ja, dass man sozusagen auch, das gehört natürlich zu seinem Arbeitsverhältnis dazu, einer gewissen Kontrolle ausgesetzt ist. Ich wollte aber noch einen Aspekt sagen, aber will man nicht so viel Platz nehmen, nur einen Gedanken möchte ich noch einfließen lassen. Das, was Sie auch beschrieben haben, die Entgrenzung unter Arbeit. Ich kenne das ja, als Abgeordneter arbeitet man total entgrenzt, weil man ja auch sehr gern arbeitet und ständig neue Herausforderungen kommen. Aber dafür wird man dann auch, finde ich, sehr gut entlohnt, muss man auch dazu sagen. Und man hat sich auch freiwillig dafür beworben, soll sich auch nicht beschweren, das passt alles. Und ich finde, gerade wenn die Digitalisierung zu einer Entgrenzung führt, dann ist es schon auch wieder Aufgabe der Politik, Begrenzung zu schaffen. Weil es einen guten Grund gibt, dass man sagt, ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt arbeitet man und zu einem anderen Zeitpunkt hat man Zeit für seine Familie oder ist mit Freunden unterwegs und was auch immer. Und daher finde ich, müsste man eigentlich sagen, je mehr die Technik zu einer Entgrenzung führt, ist es dann schon wieder auch Aufgabe, Grenzen zu setzen, sonst führt das zu einer gewissen Schutzlosigkeit. Mhm. Dankeschön. Der Beutel war noch nicht dran. Deine Sicht auf die Dinge? Ja, ich muss sagen, der Arbeitsmarkt in Österreich ist im Prinzip ein stupider. Das ist bedenklich nach meinem Dafürhalten. Ich habe vor 20 Jahren in Kanada da rumgeschaut, ich habe Stahlwerke betreut. Da haben die Leute damals schon die 4-Tage-Woche gelebt, ohne dass sie dafür hätten streiten müssen. Weil die sind 400-500 Kilometer zum Arbeitsplatz gefahren, weil es ihnen ganz einfach wichtig war, einen Job zu haben in der Stahlindustrie damals, wo sie gut verdienen. Und da war es ihnen das wert. Der hat in die 4 Tage durchgearbeitet, der hat dann geschaut, auf 12 Stunden oder sonst was. Und wollte dann am Donnerstag oder am Mittwoch oder wann auch immer noch seine 4 Tage wieder nach Hause fahren. Was bei all diesen Flexibilisierungsdiskussionen ja unter den Tisch fällt, was hat ein 12-Stunden-Tag für einen Charme? Ich meine, da rede ich jetzt als Betriebsrat, aber im Sinn des Arbeitnehmers. Weil wir haben eine Wegzeit und wenn ich in Wien fahreinig zum anderen zur Arbeit fahren muss, dann habe ich in der Frühstunde und noch der Stunde. Wenn ich nur mal 4 Tage in der Woche fahre, dann habe ich im Prinzip also 2 Stunden einmal gespart. Das ist ein Aspekt. Ich habe die Umwelt möglicherweise nicht belastet, weil ich nicht mit dem Auto gefahren bin, 2 Stunden lang und so weiter. Das sind Sachen, die werden ganz einfach gar nicht diskutiert, die aber dann mit voll hineingehören. Arbeitnehmerinnen
Arbeitnehmerinnen Schutz. Ich habe in der ganzen Diskussion von Arbeitnehmerinnen Schutz eigentlich gar nichts gehört, was dazugehört. Der Unternehmer hat gemäß Gesetz die Fürsorgepflicht, von der ist auch geredet worden. Wer übernimmt diese Fürsorgepflicht jetzt, dass sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin zu Hause im Homeoffice, nebenbei schreit das kleine Kind möglicherweise, der Hund und die Katze machen vielleicht irgendeinen Krawall, dass sie die Leute zu Hause nicht auspowern. Wir haben bei der Erhitter und diese Homeoffice und flexible Arbeit eingeführt, allerdings unter der Rahmenbedingung, 2 bis 3 Tage in der Woche darf er zu Hause, darf er, sie zu Hause sein, oder 2 bis 3 Tage hat er im Büro zu sein. Damit haben wir der Diskussion mit den Abteilungsleitern, die ja die Kontrolle haben wollen, was wir gerade diskutiert haben, die Kontrolle nicht ganz aufgeben wollen, so bezeichnen wir es so, erstens einmal von der Sachlage überzeugt, dass das eine gute Geschichte ist. Die Leute haben sich noch diese Wegzeit gespart und so weiter und waren happy. Wie gesagt, wir müssen eins überlegen, wir sind bis teilweise heute noch, werden wir für Arbeitsstunden bezahlt. Ob das Arbeitsstunden sind, kann man da oder dort diskutieren. Wir werden für eine Anwesenheit bezahlt, so muss man es eigentlich formulieren. Und das ist natürlich dann, jetzt reden wir immer mehr von Leistung, dass Leistung bezahlt wird. Im Mitarbeitergespräch wird das noch definiert, also was ist deine Leistung, die du zu erbringen hast und so weiter. Also wir bewegen uns da jetzt, das ist aber jetzt im Moment eine Übergangsphase, sehe ich. Weil wenn man speziell in die neuen Technologien, die ganze IT-Branche und so weiter hineinschauen, da tendieren viele Firmen und da müsste ja der Gesetzgeber mal Gedanken machen, wie Personalkosten ausgewiesen werden. In dem Moment, wo sie zugekauft werden, den Personalleistungen, sind sie keine Personalkosten mehr. Das ist ein Frevel. Und da hat die Gewerkschaft nach meinem Dafürhalten das verabsäumt. Jetzt im Nachhinein kann man leicht schimpfen. Aber es müssen zugekaufte Personalleistungen unter Personalkosten abgebildet werden. Also der Komplex ist, da können wir wahrscheinlich das übermorgen diskutieren. Das ist nur einmal ein kleiner Ansatz von dem, was mir dazu einfällt, wenn ich auf das Thema losgehe. Und eins vielleicht ein letzter Punkt, du hast das schon angeschnitten, Albert, die Branchen, die sind so unterschiedlich. Ich komme aus der Industrie, RHI, und habe jetzt vor kurzem kennengelernt ein Handelsunternehmen, ein großes. Also die Unternehmensseite, ich würde dann Unternehmensseite aber herunterbrechen auf die Manager, inklusive HR-Manager, die haben überhaupt keine Scheu, da über Gesetze zu übertreten und so weiter, Rahmenbedingungen zu stellen. Auf der anderen Seite kenne ich mittlerweile Gleitzeitvereinbarungen, wo es keine Kennzeit mehr gibt. Ne? Und das funktioniert auch wunderbar. Okay, einmal ein kurzer Blick. Ja, dass ich noch kurz was einwerfen muss, was mir jetzt in der Diskussion fällt, ist, das haben jetzt von unterschiedlichen Unternehmen unterschiedliche Eigenheiten, aber es gibt unterschiedliche Menschen. Es gibt Menschen, die können mit dem umgehen, die sind prädestiniert für solche Sachen, es gibt Menschen, die sind absolut nicht prädestiniert dafür. Gut, da und man kann die aber von der Arbeitsweise nicht ausnehmen. Geht glaube ich sogar noch weiter, weil jeder Mensch also erstens einmal unterschiedlich strukturiert ist, das heißt die Personen brauchen unterschiedliches Umfeld, aber es geht natürlich auch so, dass ich aus meinem Umfeld heraus unterschiedliche Bedürfnisse habe, weil das ist ja auch lebensphasenbezogen, also was ja auch jetzt ein bisschen untergegangen ist, in der Arbeitszeitverlängerung ist das ja auch ein bisschen untergegangen, da ist dann die Freiwilligkeit gekommen. Aber wenn ich jetzt eine Mutter bin, die auf Kinder aufpassen muss, dann muss ich auf meine Kinder aufpassen. Also auch dort, glaube ich, ist es wichtig, auf diese Dinge Rücksicht zu nehmen. Da gibt es natürlich die Flexibilisierung, die wir angesprochen haben, so wie du das gesagt hast. Also wenn die Firma mehr Flexibilität gibt, dann hilft das natürlich in solchen Bereichen. Wenn ich aber selber als Mitarbeiter vielleicht
bestimmte Struktur braucht, dann schaut es mir vielleicht. Ne? Weil ich glaube, da ist es auch so, dass wenn ich jemanden an der langen Leine lasse, das muss er erkennen, aber da gehört Eigenverantwortung dazu und das muss ich auch selbst tun können. Also ich glaube, das fehlt auch ein bisschen in der Diskussion. Also wie die Menschen sozusagen da betrachtet werden müssen, welches Umfeld man schafft. Ja, da vielleicht was ergänzen dazu. Bitte. Die Flexibilisierung geht ja auch in Richtung Hierarchien. Wir haben das erste Unternehmen in Wien hier, die absolut keine Hierarchie mehr haben, wo jeder mitbestimmen kann. Ich habe es persönlich noch kennengelernt, aber was weiß ich so, ja, ist nicht unbedingt. Nur, wenn die Hierarchien dann wegfallen, dann bin ich wieder bei den Führungskräften, die Kontrolle nicht mehr haben und so weiter. Und für Mitarbeiter, so wie du selber sagst, der eine kann mit Freiräumen umgehen und der andere kann nicht umgehen. Und das war halt immer dann die Aufgabe des Troubleshooters, des Betriebsrates, darauf zu schauen, dass der damit nicht umgehen kann, dass wir den wieder ins Boot holen. Die Performance hat bei diesen Leuten meistens geschenkt, nur halt dann die Disziplin halt wieder weniger. Ich finde diesen Hinweis sehr gut, in noch einem Sinn und so habe ich ihn auch ursprünglich verstanden. Menschen sind ja unterschiedlich belastbar. Der eine kann einen Marathon laufen, der andere wird es nie können. Und daher gibt es natürlich immer Menschen, die sagen, ich kann 14 Stunden arbeiten, 15 Stunden arbeiten, ich schaffe das. Und in jungen Jahren geht es leichter als in älteren Jahren. Aber das Recht ist natürlich für eine Durchschnittsbetrachtung da. Und da gibt es langjährige Erfahrungswerte, was gut tut und wo es weniger gut läuft. Und wenn wir Statistiken haben, die relativ klar sagen, von der 8. Stunde zur 12. Stunde an einem Arbeitstag verdoppelt sich die Unfallwahrscheinlichkeit in einem Betrieb, dann kann man das nicht negieren. Dann kann man sagen, nicht jeder wird deswegen einen Unfall haben, aber nach einer Durchschnittsbetrachtung ist es nicht sinnvoll, wenn alle länger arbeiten. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man sagen muss, wo man auch nicht vorbei an Erkenntnissen agieren sollte, auch wenn es natürlich immer wieder Leute gibt, die kein Problem haben, so lange zu arbeiten. Also ich glaube, da ist eine Frage ganz wichtig und du hast das vorher aufgeworfen. Du hast gesagt, der Großteil der arbeitenden Bevölkerung ist noch immer sozusagen im klassischen Arbeitsumfeld unterwegs. Das heißt, ich gehe in die Arbeit und ich leiste dort meine Arbeit. Und in Wirklichkeit ist ja, glaube ich, auch diese Regelung eigentlich aus der Industrie rausgekommen, dass ich gesagt habe, okay, in Industriebetrieben gibt es halt die Gefahr, dass ich mich verletze und dort ist es ganz, ganz gefährlich. Sollte nicht in den Regelungen betrachtet werden, dass es einfach auch unterschiedliche Beschäftigungen gibt, weil, ich sage jetzt einmal, in meinem Job hätte man maximal passieren können, dass ich vielleicht das Café verfalle, aber das ist sozusagen die Unfallgefahr dort. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss jetzt 12 Stunden am Hochofen stehen, dann ist das wahrscheinlich eine ganz andere Belastung. Also das ist sicher eine Erkenntnis, dass natürlich eine manuelle Tätigkeit wahrscheinlich eine höhere Unfallneigung hat in diesen Statistiken. Aber was wir nicht außer Acht lassen dürfen, dass es auch wissenschaftliche Studien gibt, die klar belegen, dass die Arbeit zwischen der 8. und 12. Stunde einfach insgesamt ein höheres Gesundheitsrisiko hat. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Herzerkrankungen, für Burnout etc. steigt. Je länger gearbeitet wird, je Erholungsphasen geringer werden und die Stressphasen länger werden. Das heißt, es ist schon auch bei der geistigen Arbeit oder bei der Dienstleistung, die jetzt keine körperliche Arbeit im klassischen Sinn ist, aber sehr intensiv ist, dass mit einer längeren Arbeitszeit die Belastung deutlich zunimmt. Das sind Erfahrungswerte, die kann man nicht negieren. Okay. Weil das neue Arbeitszeitgesetz im Text ja ganz klar reflektiert auf Unternehmen mit Gleitzeitregelung, die Zeitausgleich ganztägig ermöglichen, so steht es im Gesetz. Also Hochofenarbeiter, das ist out of scope. Nein, nicht ganz. Weil die 11. und 12. Überstunde ja auch für die, also jetzt muss man dazu sagen, am Hochofen, das weiß der Kollege besser, gibt es in der Regel Schichtarbeitsmodelle und die sind jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt betroffen. Also sind schon betroffen, aber sie sind sozusagen in einem anderen Setting drinnen. Aber wenn ich jetzt niemand Handwerker. Oder, weil ich habe mir heute nochmal den Gesetz. Im Arbeitszeitgesetz drinnen, nur die haben Schichtarbeitsmodelle in der Regel. Ja. Aber jetzt das neue das ist Thema nicht nur gleichzeitig. Überstunde ist für alle ein Thema. Ja? Aber wenn man jetzt zum Beispiel Handwerker hernimmt, die unterwegs sind,
12 Stunden Arbeitstag, körperliche Arbeit sicherlich eine höhere Umfang. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon immer, speziell im Bereich, wo gereist wird, da fahren die Leute dann in der Früh weg oder am Vordergrund weg und dann arbeiten sie 12 Stunden möglicherweise im Einsatz, auch wenn es nur eine Baustellenbeobachtung, Beaufsichtigung ist oder was auch immer, und dann fährt er wieder heim. Das heißt, er hat einen 18-Stunden-Tag, nicht selten. Aber wie lange haben wir die Diskussion gehabt, ob eine Lenkzeit eine Arbeitszeit ist überhaupt? Ne? Im Flugzeug oder im Zug oder als Beifahrer im Auto ist sicher das kein Problem. Aber in dem Moment, wo ich selbst fahren muss und bei den Übersiedlungen und Fusionen von Firmen, wie Veitsch und Radex zusammengekommen ist, wurden einige Bereiche nach Leoben übersiedelt und einige nach Wien. Und bei den Leobnern gab es eben dann noch diese Wochenendpendler, und wie viele Leute haben wir dort auf der Strecke verloren? Ganz einfach, aufgrund der ganzen Woche, meistens waren es 4,5 Tage, voll mit dem Job eingedeckt, der Kopf da gar nicht frei, und dann musste er 300, 400 Kilometer fahren, und Aquaplaning hat gereicht, oder das hat gereicht, und das hat gereicht, also wir haben zumindest in der Zeit drei Leute verloren, nur durch diese Flexibilisierung des Arbeitsplatzes eigentlich. Also auch hier haben wir erst erkennen müssen, was dahinter steckt. Ne? Und da war ein Kollegen, die halt von der Arbeit dann später dann heimgefahren sind, und nur aus Donauwitz nach Wien und so weiter, auch da haben wir einige auf der Strecke verloren. Ne? Also, und da haben wir eigentlich nicht geredet von einer flexiblen Arbeitszeit. Aber da war es ganz eine Überzeit. Ja. Und das wird aber noch schlimmer, weil jetzt ist die Kontrolle natürlich ganz einfach, per Handy oder Navi oder was auch immer. Also ich beneide die Leute jetzt, die jetzt im Business stehen und flexibel genug sein müssen, beneide ich nicht. Um erstens die Kontrolle, auf der einen Seite sagen wir, die Kontrolle geht verloren, auf der anderen Seite mit den technischen Mitteln wird sie ja verschärft. Die Möglichkeiten zumindest sind vervielfältigt. Ja, es ist herausgekommen bis jetzt schon, dass man sehr stark unterscheiden muss und auch wieder einbeziehen in die Überlegungen, die Interessen des Unternehmers, die Interessen der Belegschaft, der Mitarbeiterschaft, die verschiedenen Tätigkeiten, die zu auszuüben sind, und auch die persönliche Konstitution. Wie kann ich Arbeitszeit leisten mit meiner Beschäftigung, wie lang, Unterbrechungen oder nicht, zu Hause oder wo auch immer. Das ist klar. Ich habe da wird man aber mal mit den Leuten der Regierung darüber reden, wird man da kein Gegenstimme finden, das muss man einfach. Was ich befürchte ist, und mir kommt es ganz so vor, dass in der jetzigen Diskussion mit unserer Regierung zu diesem Thema im Vordergrund stehen, ganz unbestritten, die Interessen der Unternehmungen, und man die Freiheit nicht zum Vorteil von Unternehmung und Belegschaft einrichten möchte, sondern die Freiheiten dem Unternehmer geben möchte, den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin stärker an die Kandare zu nehmen und gegen deren Willen eine Leistung zu verlangen, auch gegebenenfalls über ein Maß hinaus, das also jetzt gerade verhandelt wird und bestritten wird, dass darüber hinausgeht, also die 60 Stunden oder wie auch immer. Wer sagt, dass das alles eingehalten wird? Weil momentan schaut es ja so aus, dass es Leute gibt, die das eh schon erbringen, aber freiwillig, und es passt in ihrem Job. Und auch nicht immer natürlich. Und wenn die Firmen in der Lage sind, unkontrollierbar, und wenn wir das quasi im Nachhinein, nachdem Schäden schon eingetreten sind, dieses alles zu überziehen bis zum Gehtnichtmehr, dann haben wir eine sehr schlechte Situation. Ich habe, das möchte ich noch dazu führen, Erfahrung damit, wie das ist mit flexibler Arbeitszeit. Vor 10, 15 Jahren bereits war das so, dass ich in meiner Firma Tätigkeiten verrichtet habe, die man auch von zu Hause machen kann. Nicht immer, nicht ausschließlich, Besprechungen zum Beispiel nicht, wenn ich einen Farblaserdrucker braucht habe, auch nicht, bei den Robinets aus, aber es war möglich. Und ich
Ich bin also gerne lang dran gesessen, wenn ich zum Beispiel in der Softwareentwicklung einen Blödsinn gebaut habe, um den herauszufinden, bleibe ich dran, damit ich nicht aus dem Kontext gerissen werde, bis es gefunden hat oder 11 Stunden dauern können, ohne Problem. Dafür habe ich, wenn ich wirklich brave war, auch nicht die ganze Zeit der Firma angelastet. Wenn ich Freiheiten habe, Verantwortung bekomme, kehre ein bisschen mehr unternehmerisches Mitdenken ein und man ist zur Leistung bereit und nicht bloß zum Dasitzen und kontrolliert werden. Also ich würde sagen, dass das auch sehr, in meinem Fall war das so, zur Zufriedenheit des Angestellten geführt hat. Und dass das im Handel und vor dem Hochofen, wie immer zitiert, so nicht der Fall ist, ist mir schon klar. Aber was ich glaube, was wichtig ist, und das kommt mir bei den gewerkschaftlichen Beteiligungen an der Diskussion viel zu kurz. Momentan kommt mir die Haltung der Gewerkschaft blockierend nur so vor, wie wenn sie ihre eigenen Zölle sichern wollte und sozusagen die Macht noch sichern, die noch da ist. Mir ist wichtiger, denke ich, weil mit der Diskussion hätte ich gerne dran, mir wäre wichtiger, dass man aufzeigt und diskutiert, was zu beider Zufriedenheit hergestellt werden kann und die Diskussion gleichberechtigter und bereitschaftlicher bringen. Damit Michael Rothe schon mehrmals was sagen, also genau. Ich würde gerne darum, die 11. und 12. Stunde, das sind übrigens ja Zuschlagsstunden, 50%, ja, das heißt, es muss genehmigt werden. Ich denke mal, wenn wir die Statistiken sehen, wird sich gar nicht viel da in dem Bereich tun, dass Firmen das wirklich in großer Breite nutzen, weil das sind auch Mehrkosten. De facto. Das sind mehr Kosten. Ich sehe das nur so, dass sie nur die Grenzen verschieben. Was jetzt der illegal über die 10 Stunden gemacht haben, wird dann illegal über die 12 Stunden gemacht. Naja, was ich als Gefahr sehe, ist, was du vorher gesagt hast, nämlich diese All-In-Verträge kombinieren. Da wollte ich jetzt drauf. Darum ist eine komplette Themenverfehlung. Und die Gewerkschaften haben sich hineinlocken lassen, das vollkommen falsche Thema und aufs falsche Schlachtfeld und haben da ihre Kräfte vergeudet. Wir brauchen eher ein Recht auf Zeitaufzeichnung. Das heißt, das Zurückdrängen zum Beispiel des All-In-Vertrages. Die Pflicht zur Zeitaufzeichnung gibt es ja grundsätzlich. Also braucht man nicht erkämpfen. Auch der All-In muss die Zeit aufzeichnen, nur kriegt er halt sozusagen scheinbar so viel mehr als nicht. Vorher. Ja. Muss er. Muss sogar das Unternehmen nachher eine Deckungsrechnung machen. Der Schmäh sei, darum kommen die jetzt zum Handkuss und unterschreiben quasi eine All-In, haben eine Überzahlung über einen Kollektivvertrag, die wirkt einmal relativ attraktiv. Und wenn man dann anschaut, was alles drin ist, dann schmilzt das natürlich in Wirklichkeit zusammen. Und wenn die dann mehr arbeiten, wenn die 11. und 12. Überstunde auch drin ist, dann ist die Überzahlung plötzlich nichts mehr wert. Und deswegen kommen die voll dran. Aber Arbeitszeitaufzeichnungen müssen es führen und es muss auch eine Deckungsrechnung geben. Das bin ich nicht überzeugt. Weiß ich, aber ich glaube, dann brauchen wir smarte Modelle, die auch mit Überstunden smarter umgehen. Zum Beispiel in Deutschland haben wir schon die zweite Gesetzesreform zum Zeitwertkonto. Da kann man sogar zwischen Firmen Überstunden mitnehmen. Also Firmen, die sich diesem Modell anschließen. Da kann ich lebenslang sogar in meiner Lebensplanung Überstunden akkumulieren, nutzen für Kindererziehung, früher in die Rente gehen. Ich kann es mir auszahlen lassen, deswegen Zeitwertkonto. Das ist dann auch wahnsinnig spannend, wenn das nochmal irgendwann mit dem Pensionskonto integriert wird, weil das kann man sehr spannend alles integral sehen. Das sind eigentlich die Themen, da müssten sich die Gewerkschaften engagieren. Entschuldige, Stichwort in Rente gehen, sehe ich diese Kostenverschiebung vom Unternehmer oder von der Anzeiten zum Mitarbeiter, der tragt dann seine eigene Pension. Im Moment wird es genutzt für diejenigen, die früher in Rente gehen wollen. Aber das ist noch ein ganz eigenes Thema, ob wir überhaupt so etwas wie eine Pension in 10, 15 Jahren noch haben. Ich glaube, das ist ein neues Themenfeld. Aber es geht erstmal darum, über die Lebensphasen, lebensphasenorientiertes Arbeiten zu ermöglichen. Und solche Zeitwertkonten sind im Moment die smartesten Modelle, die zur Verfügung stehen. Es scheint auch schon in diesem Großflächenversuch BRD zu funktionieren. Beschäftigen uns lieber damit.
mit in der Diskussion, oder besser gesagt, die Gewerkschaften sollten lieber sich mit diesen Themen beschäftigen, statt sich ablenken zu lassen und in die Irre führen zu lassen durch solche 12 Stunden finden und da ihre Kräfte zu vergeuden. Aber warum ist das eine Ablenkung? Weil die Ausdehnung der täglichen Arbeitszeit von 10 auf 12 und von 50 auf 60 ist ja weil die Kleinigkeit, also das allen Konsequenzen nicht diskutiert werden. Wir brauchen wirklich integrale, smarte Arbeitszeitmodelle. Also ich finde, was eigentlich ist und was nicht, das ist immer ein bisschen subjektiv. Ich glaube, wenn man häufig 11., 12. Stunde arbeiten muss, dann wird man sagen, das ist wird nicht wichtig. Da können wir in 3 Jahren sprechen und uns die Statistiken ansehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass großflächig als wirklich Massenphänomen werden unsere Statistiken in den nächsten 3 Jahren diese Veränderung sehen werden. Ja, die Frage ist, was großflächig ist. Es wird die 11. und 12. Überstunde geben. Für mich würde das heißen, 60% der arbeitenden Bevölkerung tun das regelmäßig. 60% werden es nicht tun. Zweimal oder dreimal im Jahr. Schauen wir uns das an in 3 Jahren. Ja, nein, muss man sich anschauen, aber ich bin da quasi in der Einschätzung bei Ihnen. Es werden dann 12 auch nicht genug sein und dann werden wir wieder... Wir sprechen über Nachkommastellen da, dann in der Realität. Aber die großen Themen werden verfehlt. Ja, aber das stimmt insofern meiner Einschätzung noch nicht ganz, weil in Österreich ein Riesenvolumen an Überstunden gemacht wird. Österreich ist quasi ein Überstundenland verglichen mit allem. Und das hat ja viele andere Implikationen auch, nämlich die Frage von gerechter Verteilung von Arbeit, wenn man sich den Arbeitsmarkt anschaut. Das heißt, da gibt es ja viele Side-Geschichten auch. In Wirklichkeit, bevor man über die Arbeitszeit Verkürzung über die gesetzliche reden, müssen wir mal darüber reden, dass die tatsächliche Arbeitszeit verkürzt wird. Das heißt, dass die Überstundenvolumen ja abgebaut werden. Und deswegen ist das schon ein wichtiges Thema, wenn wir diskutieren, obwohl wir in Wirklichkeit zu viele Überstunden in dem Land haben, über noch mehr Überstunden. Und das ist ein Problem, das ist ein Problem für den Arbeitsmarkt und das ist ein individuelles Problem. Also insofern müssen wir nicht einer Meinung sein, Diskussion lebt ja auch im Widerspruch. Ich halte schon für ein zentrales Thema, wiewohl schon Zukunftsfragen der Lebensarbeitszeit, Sabbatical, Bildungskarenz, andere Modelle diskutiert werden müssen. Das ist kein Widerspruch. Ja, aber das passiert leider nicht. Du hast gerade gesagt, also Österreich ist ein Überstundenland. Ja, und dann frage ich, warum? Warum brauchen die Leute Überstunden? Damit sie zusätzlich Geld verdienen, damit sie das Geld haben, das sie zum Leben brauchen. Wir müssen uns einmal über die Lohn- und Gehaltsgestaltung einmal Gedanken machen, ob das richtig ist. Im gleichen Zusammenhang bin ich aber auch bei der Steuer. Wenn man denkt, also warum ist in Schweden, die haben einen komplett anderen Arbeitsmarkt, die haben eine andere Arbeitszeitgestaltung, die haben eine andere Einstellung zur Arbeit überhaupt und da arbeitet er 50% und sie arbeitet 50%, wird über die Steuer wahrscheinlich sonst nichts übrig bliebe bei einem allein. Ne? Also wandern über alle Grenzen eigentlich hinweg, wenn wir das Thema Flexibilisierung diskutieren. Also es lässt sich nicht nur auf den 12-Stunden-Tag reduzieren, die Diskussion. Es ist viel, viel weiter. Nein, diskutieren du musst was. Also ja, das ist schon richtig. Aber eine Lohnkürzung da ist. Ja. Der Alfons wollte eine Frage stellen. Also wir sind aber umgekommen, weil ich einfach einen Aspekt hinzubringen möchte, nämlich aus der Sicht des Managers und des Unternehmers. Ich glaube, wir werden einer Meinung sein, in Startups musst du über Zieldefinitionen gehen und sagen, hey, du brauchst ein Marketing, ob du das eingängig. Wie es das macht und was es macht, ist man eigentlich wurscht, wir müssen mit dem Produkt am Markt, wir müssen was erreichen. Und da werden ja extrem hohe Risiken genommen von den Unternehmen, aber ich glaube auch von den Mitarbeitern. Auf jeden Fall, ja. Auf einer freiwilligen Basis, weil es ist ja auch cool und hip und Glas, was Neues auf die Beine zu stellen, sein Baby zu. Da sind wir natürlich auch sehr in den Knowledge-Worker-Bereich, den du mich eben angesprochen hast, weil es gibt halt wenig Startups im Stahlbereich. Also, meines Wissens nach. Ich glaube, einen Aspekt hat man nicht beleuchtet und das hilft, glaube ich, in der Regierung auch nicht, nämlich die Kriminalisierung des Unternehmers oder des Geschäftsführers. Eigentlich Arbeitszeitgesetze, weil ich es verstanden habe, bitte korrigiere mich, wenn ich es falsch sehe, ist, wenn du den Mitarbeiter länger als 10 Stunden arbeiten hast lassen nach der alten Regelung, machst du eigentlich als Geschäftsführer strafbar. Nach dem Arbeitszeitrecht. Jetzt hat man sogar 12 Stunden verschoben. Ich glaube, eine Flexibilisierung müsste auch hier drinnen sein. Also okay, machen wir unser Ziel gemeinsam aus.
die Idee von 8 bis 20 Uhr mach, wann du komm, wann du willst. Das Resultat muss passen. Ich glaube, das würde auch den Unternehmen mehr helfen, als zu sagen, wenn man 14, 16, dann muss ich immer schon. Ne? Vielleicht ganz kurz zu dem jetzt, und ich glaube, dass das ein guter Einstieg ist. In Wirklichkeit wurde ja die Arbeitszeit geschaffen, als man mit der Arbeit Leistung sehr gut messen konnte. Weil in Wirklichkeit kommt ja die Arbeitszeit aus der Industriegesellschaft, wo ich sagen habe können, du bist jetzt 8 Stunden in der Fabrik und ich weiß exakt, du fabrizierst in 8 Stunden 100 Stück von einem Produkt. Damit war ja sozusagen die Arbeitszeit eine ideale Messung der Leistung. Die Fragestellung, die ich jetzt in die Runde werfen möchte, ist in einer Informationsgesellschaft die Zeit überhaupt ein gutes Messkriterium für das, was ich arbeite? Darf ich vielleicht noch kurz darauf eingehen davor? Bitte, du warst eigentlich länger dran, also passt. Ich finde, ein super Punkt, und ich möchte auch zurückkommen, was Sie gesagt haben vorher mit Verantwortung, weil das ist genau das, was wir in den Startups sehr oft sehen. Es ist nicht nur der Unternehmer, der das Risiko trägt, es sind sehr wohl auch die Mitarbeiter, weil de facto können Startups gehaltstechnisch oft nicht mithalten über das normale Salär mit größeren Unternehmen. Was passiert? Die Mitarbeiter sind beteiligt am Unternehmen, also die halten Anteile und haben dadurch auch einen ganz anderen Bezug zur Arbeit. Die sind de facto bis zu einem gewissen Grad übernehmen die Verantwortung und sind Selbstunternehmer. Das kann für die Persönlichkeit, glaube ich, sehr förderlich sein. Es ist aber sicher auch ein Thema Lebensphasen, again, das ist etwas, was die Startup-Szene zum Beispiel auch beschäftigt. Wie ist das, wenn ich eine Familie gründe, während ich ein Startup habe? Das ist nichts Einfaches. Ich glaube aber schon, dass das etwas ist, richtig gesagt wurde, es ist in der Vergangenheit sehr oft passiert, es sitzt der Programmierer da, der ist im Unternehmen beteiligt und der will das bewegen. Der hat eine Vision, gemeinsames Unternehmen hat eine Vision, die Welt verändern, und dann sagt der Chef nach 10 Stunden sicher nicht dem Programmierer, bitte geh jetzt nach Hause und hör auf, die Welt zu verändern, weil du solltest auch auf dich schauen. Das geht auch wieder in die Richtung Fürsorgepflicht des Unternehmens. Das sind, glaube ich, Brennpunkte, die wirklich interessant werden jetzt, weil man natürlich meines Erachtens auch dem Arbeitnehmer zutrauen sollte, dass er selbst weiß, was für einen am besten ist. Aber, wie gesagt, glaube ich, auch Räume schaffen muss für Lebensphasen, wo Arbeit nicht unbedingt immer die erste Priorität sein kann. Mhm. Und genau deswegen, das geht genau in diese Richtung auch, wo ich schon vorher gesagt habe, besonders im Startup-Bereich ist diese Entwicklung sehr stark schon vorangeschritten, dass man sagt, okay, man misst nicht mehr Zeit, sondern man misst, also nicht Input, sondern Output. Und das ist natürlich ein Schritt in Richtung Leistung, aber dieser Schritt wird auch von den Mitarbeitern mitgetragen, weil die einfach auch selbst als Unternehmer quasi an Bord sind und dementsprechend auch ein sehr großes Interesse haben, dass die Gesamtleistung des Unternehmens passt. Und dann schön, damit ich noch kurz das Interesse des Mitarbeiters. Also ich kann mich ja an meine eigenen Angestelltenzeit sehr gut erinnern, wenn es alles was auf die Welt zu bringen, etwas zu schaffen, dann habe ich auch nicht auf die Uhr geschaut. Natürlich Luxusprobleme, erste Weltprobleme. Ich bin schon bei der Serie, der Stahlkocher, die haben ganz andere Herausforderungen. Aber wenn ich jetzt in diesem speziellen Startup-Knowledge-Bereich bin, da würde ich nicht aufhören, da kann einer 20 mehr sagen, geh haben. Nein, ich will den Park jetzt finden, ich will den fixen und ich will meinen Beitrag machen. Aber deshalb braucht er von Management auf der anderen Seite, und da wollte natürlich recht mit der Vorsorgepflicht, auch die Verantwortung zu übernehmen und auch die Fähigkeiten zu bekommen. Und da wäre noch ein bisschen Richtung Ausbildung. Wie bringt ihr die Manager dorthin, dass das Delegieren, Loslassen, das Vertrauen können, überhaupt zusammenbringen können? Ja? Weil die Uhrzeit steht, du ist es nicht mehr wie vor 40 Jahren. Ich habe jetzt was gehört da, was mir ganz gut gefällt, und ich möchte das ein bisschen zum Albert einmal weiterspielen. Mhm. Er hat gesagt, bei mir in diesen Startups sind die Mitarbeiter auch am Unternehmenserfolg beteiligt. Mhm. Mir hat das ganz gut gefallen, nämlich in die Richtung gehen zu sagen, naja, das ist ja auch etwas, was das Unternehmen sozusagen dem Mitarbeiter dort als Freiheit gibt, und er ist ja quasi damit auch ein Stück Unternehmer. Ist das was, womit du was anfangen kannst?
Also zum einen glaube ich, und die letzte Wortmeldung geht auch ein bisschen in die Richtung, wir reden natürlich jetzt über ein sehr spezielles Segment, das sich ganz stark so in diesem Projekt- und Entwicklungsbereich abspielt, wo es ja tatsächlich sozusagen so ein Mitfieber mit dem Ergebnis gibt. Und muss immer, finde ich, aufpassen, dass man nicht sozusagen von einem Bereich, der hier auch stark vertreten ist, was gut ist, dann auf die gesamte Wirtschaft schließt, die ganz nach anderen Mechanismen läuft, weil die halt logischerweise davon abhängen, in welcher Branche und mit genau welchem Auftrag gearbeitet wird. Und es gibt tatsächlich die Geschäftsführer, die Weisung geben, du gehst bei der 10. Stunde nach Hause, weil ich mag nicht zahlen und ich mag mich doch sozusagen nicht dann nachher vom Arbeitsinspektorat bestrafen lassen. Also ich finde, da muss man, finde ich, Wirtschaft, das diskutieren wir jetzt offen, ich habe das auch nicht zu Ende gedacht, dann radikal umdenken. Da muss man sagen, gut, dann muss man diskutieren, ob überhaupt die Unternehmen, so wie sie jetzt bestehen, die richtigen sind, sondern ob man nicht in ein Genossenschaftssystem einsteigt, mit einem selbstverwalteten System, wo alle demokratisch beteiligt sind und dann ist halt jeder auf irgendwie seine Form auch selbstständig, kann aber auch mitreden, kann den Geschäftsführer abwählen, wenn er schlechte Entscheidungen trifft, weil er schmälert auch seinen Erfolg. Also dann müsste man das ganz radikal diskutieren, ohne dass ich jetzt am Ende sage, wie ich mich da jetzt positionieren würde. Ich habe das nämlich ein bisschen auch vom Beutel sozusagen übernommen, weil ich habe gesagt, die Leute müssen ja alle viel mehr arbeiten, damit sie das überhaupt das Leben leisten können. Also Arbeiten an Selbstverwaltung hat man in den 70er Jahren diskutiert, wenn das jetzt quasi über Start-ups als Angestellten-Selbstverwaltung wieder zurückkommt, dann kann man das diskutieren. Aber sonst gilt halt immer, das Wesen der Unselbstständigkeit ist halt, dass man Arbeitszeit zur Verfügung stellt, aber das wirtschaftliche Risiko trägt der Unternehmer, weil das kann man ja auch nur teilweise beeinflusst mit seiner Arbeit, eine falsche Unternehmensentscheidung etc., eine falsche Einschätzung der Marktlage, die kann man nicht sozusagen selbst verantworten. Also nur ganz kurz, in Wirklichkeit ist ja das, was ich noch sagen, die Geschichte war, also das, was du sagst, ist natürlich neue Arbeitsmodelle oder sonst irgendwas, das passiert ja momentan auch, nämlich diese Geschichte der vielen neuen Selbstständigen, die ja quasi ein bisschen auch in so einem Modell arbeiten. Ne? Also diese Entwicklung haben wir ja irgendwie, weil dann beschäftigt er nicht mehr einen fix angestellten Programmierer, sondern einen Programmierer, der selber eine Programmierfirma hat und für ihn halt was abliefert. Also diese Dinge passieren ohnehin auch. Ja. Die Fragestellung ist, ob wir nicht auch sozusagen eine Zwischenform schaffen könnten, die sozusagen zwischen dem, naja, ich arbeite meine 8 Stunden und gehe heim, und diesem auch falsch ausgelebten Filmbereichen Unternehmertum ist. Denn das wäre natürlich eine Möglichkeit, weil das beantwortet ein bisschen deine Frage. Die Leute müssen ja mehr arbeiten, damit sie mehr Geld kriegen. Wenn ich aber am Erfolg von Unternehmen beteiligt bin, verdiene ich vielleicht auch viel. Aber wir haben ja im Moment eine Vermischung von Kapital und Arbeitnehmer. Auf der einen Seite, jeder Arbeitnehmer hat heute fast irgendwo Aktien oder irgendwelche Veranlagungen, das ist die eine Seite. Bei der FÖST haben die Mitarbeiter zusammen 15% vom Grundkapital des Unternehmens, sind sozusagen Kapitalisten, und ich erinnere mich noch zurück an die Diskussion mit Rudolf Nürnberger, der Mitarbeiteraktien verdammt hat, weil er gesagt hat, damit wird der Arbeitnehmer zum Kapitalisten. Ja, was ist denn da eine Schande daran? Also wir haben das, der Personalchef von damals sitzt dabei, wir haben das auch bei der RHI eingeführt. Die Mitarbeiterbeteiligung, und die Mitarbeiter waren ganz geil drauf zum Teil, weil es erstens einmal mit Bruttogehalt das gekauft haben und nicht von Nettogehalt und so weiter und so fort. Also wir schlittern da auch in der Diskussion automatisch in diese Diskussion Geld, Zeit, Kapital und so weiter hinüber. Eins möchte ich noch sagen, was im Moment in der ganzen Diskussion noch gar nicht gefallen ist, das ist die Erholung des Arbeitnehmers, du hast das kurz angeschnitten, die Erholung des Arbeitnehmers. Und früher, wenn ich nur manuelle Arbeit mache und schaufel oder nehme den Mann von Hochofen, das ist nicht der schwerste Job am Hochhof, das möchte ich auch dazu sagen. Da hat zwar ein bisschen Hitze und so weiter, aber da gibt es heute so viele technische Möglichkeiten, dass dieser Job dort nicht der Selbstmörderjob ist. Ich möchte einmal damit aufräumen. Aber nur ein Kollege von mir, der hat die Zeit erlebt von der 48-Stunden-Woche zur 40-Stunden-Woche. Und der hat mir dann gesagt, ein paar Tage bevor er in Pension gegangen ist, sagt der Bruder, früher bin ich am Samstag zum Mittag heimgegangen und war am Montag in der Früh ausgerastet.
jetzt gehe ich am Freitag zum Mittag heim und nehme alles, was ich ganze Woche nicht erledigt habe, mit. Da habe ich es drin. Und komme am Montag genauso mit wieder rein. Also auch da müsste sich die Arbeitnehmervertretung, die überbetriebliche, einmal Gedanken machen, wie können wir diese Erholung wieder herbeiführen. Das ist, sagen wir, die flexible Arbeitszeit, aber wie der Mitarbeiter, der Arbeitnehmer zu seiner Erholung kommt, der braucht, um wieder kreativ, innovativ und das alles zu sein. Über das haben wir noch nicht gehört. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu der Frage, messen. Mhm. Ist die Arbeitszeit das richtige Messkriterium? Ja, können wir uns so ein bisschen auch selbst beantworten, ist der Produktionssektor, ja, also der erste und zweite Sektor, also klassische Produktion, ist das der Wachstumssektor in Österreich? Derzeit sogar, ja, Moment gerade. Ja. Ja, genau. Also es ist nicht unbedingt unser Haupthoffnungsträger. Und wir sehen schon, langfristig können wir uns darauf einigen, dass in Europa sich doch eher der tertiäre Sektor, also der Dienstleistungssektor entwickeln wird. Also die höherwertigen Jobs. Und da ganz klar die Antwort, dort wird man an, es wird schon gesagt, an Output gemessen, an Zielen. Da spielt die Zeit keine Rolle. Das ist schon die Reise, die vorhersehbar ist. Da spielt auch Automatisierung eine Rolle. Ja, wir haben inzwischen sehr große Automatisierungscluster in Österreich gebildet, allein auch rund um unsere Hochschule. Das ist alles eine Sache der Zeit, ganz einfach. Und wie geht man aber dann mit dieser neuen Form von Arbeitsmarkt um? Und wie kommt man auch zu Modellen, die skalieren? Natürlich Experimente wie bei Tele, Hase hier in Wien mit Selbststeuerung, das ist wirklich toll. Ich bin dort oft zu Gast und es ist ein Traum, dieses Feeling, das man dort auch hat, aber es ist skalierbar. Wir sehen in der Forschung diese Art der Selbststeuerung, das endet immer so bei 150 Mitarbeitern circa, wir können es noch nicht erklären, warum. Aber was skaliert wirklich? Und was skaliert, kann man sehr schön sehen und wie es dann in der Realität auch wirklich gut funktioniert bei Accenture. Was ist das Besondere an Accenture? Erstmal an der Unternehmensberatungsbranche, da wird man ja nicht glauben, dass dort Zeitaufzeichnung eine Rolle spielt. Ja, da denkt man eher an solche Arbeitsmodelle wie bei dir und Weltverbesserung und die Nacht durcharbeiten. Aber Accenture ist groß geworden und wächst weiter mit Zeitaufzeichnung und mit bezahlten Überstunden. Und die machen das so gut, sie haben inzwischen die Marke von 500.000 Mitarbeitern überschritten und wachsen weiter mit um 40.000 bis 60.000 Mitarbeiter pro Jahr. Also das ist ein Modell, das skaliert, das funktioniert und da gibt es auch Work-Life-Balance, weil Überstunden können in verschiedenster Form konsumiert werden. Und dann ist noch sehr, sehr smart, smarter Vorstand, smarter Betriebsrat bei BMW in der Zentrale, halbe Vertrauensarbeitszeit. Ja. Wenn man mobil arbeitet, außerhalb des Büros, dann schreibt man das auf, die Stunden pauschal und nicht von wann bis wann. Und wenn man im Büro ist, dann hat man die Stechuhr und das wird aber beides aufaddiert und das kann man beides dann in Summe zum Beispiel mit Zeitausgleich konsumieren. Also es ist ein halbes Vertrauen und das skaliert für einen Konzern wie BMW. Ich habe eine Frage. 78.000 Mitarbeiter können in dem Modell arbeiten. Sozusagen die Herausforderung ist, wenn man Richtung Vertrauensarbeitszeit geht, wie verhindere ich, dass das sozusagen aufgrund der Hierarchie, die im Unternehmen vorherrscht, insofern wieder einseitig wird, als quasi die Zeit als Faktor der Messbarkeit wegfällt und mein Arbeitsvolumen anwächst. Dann ist es ja ein Minusgeschäft, weil dann muss ich mehr tun und dann ist Vertrauen relativ, weil wenn ich 14 Stunden Vertrauen habe, habe ich nichts davon, ehrlich gesagt. Wie verhindere ich sozusagen, und das ist ja die große Herausforderung, dass Vertrauensarbeit dazu führt, dass ich ein größeres Volumen abarbeiten muss und sozusagen damit keine Autonomie gewinne. Das ist ja das Schwierige. Kann ich nicht beantworten, weil in unserer Forschung haben wir dieses Phänomen noch nicht beobachtet. Wir sehen immer, wenn flexibilisiert wird, am Anfang so 10-15% Erhöhung der Arbeitszeit, weil einfach ein riesiger Enthusiasmus aufkommt. Ja, bessere Gleitzeitregelung, mobiles Arbeiten. Und dann, wenn aber das Management, das ist ganz wichtig dabei, gut vorbereitet ist, ja, und dann nehmen sich Unternehmen 3-4 Jahre Zeit, um alle zu schulen, zu trainieren, Kompetenzen aufzubauen.
Und so kommt es dann wirklich zum Funktionieren. Und dann regelt sich das aus und pendelt sich vernünftig ein. Und da gehört es auch mit dazu, zum Beispiel Ziele. Ja, wir haben schon oft und viel gehört über smarte Ziele. Ja, das kann man lernen, smarte Ziele zu setzen. Es ist auch wichtig zu lernen, über Ziele Mitarbeiterinnen nicht zu überfordern. Faire Ziele zu setzen, machbare Ziele. Output steigt ja nicht unbedingt, wenn ich so. Und deswegen der Kompetenzaufbau, gerade wenn wir jetzt über Wissensarbeit sprechen, ist so extrem wichtig in den Unternehmen, damit Mitarbeiterinnen damit umgehen können und Führungskräfte. Und dann sehen wir in unseren Langfriststudien über 7 Jahre, es pendelt sich aus, es herrscht tatsächlich Hausverstand, wenn die Kultur entsprechend in die richtige Richtung massiert wird, alle an einem Strang ziehen. Das war zum Beispiel hervorragend bei BMW. Der Vorstand hat vor der Einführung dieser neuen Regelung schlapp gemacht und dann hat der Betriebsrat Gas gegeben, hat das durchgepusht. Da hat quasi einen Angestellten berechnet. Den 78.000 Mitarbeiter im Angestelltenbereich hat dann das durchgedrückt und heute sind alle happy damit. Und es ist fantastisch, es gibt von BMW intern fantastische Broschüren, Informationsmaterial, Homepages, die ohnen quasi dieses Thema und kümmern sich. Das heißt, von Gewerkschaftsseite wurde einfach der Mehrwert dieser zusätzlichen Freiheitsgrade und Werte so groß eingeschätzt, dass man letztendlich dort, die haben die letzte Meile geschafft und heute sind alle gemeinsam glücklich damit. Und das sind zwei sehr schöne Beispiele und noch ein drittes Beispiel. Das waren jetzt Beispiele, die einfach groß skalieren. Ich arbeite gerade mit einem Unternehmen MBIT in Niederösterreich zusammen, Softwareunternehmen, 28 Mitarbeiter, bauen gerade eine neue Zentrale in Grafeneck, investieren dort 1,5 Millionen, weil es ihnen das wert ist. Da wird es ein Beach geben an der Kamp. Ich glaube, die Kamp fließt dadurch. Eine Kletterwand. Einfach, weil es so wahnsinnig schwierig ist, Fachkräfte zu finden, betreiben die riesigen Aufwand. Und die werden wahrscheinlich sogar auf den 6-Stunden-Tag bei voller Bezahlung runtergehen. Weil die sagen, unsere Leute sind so gut, die schaffen das auch am Tag in 6 Stunden. Die sind so produktiv, wir brauchen diese 8 Stunden und mehr nicht. Und wir haben das Vertrauen, das wird funktionieren. Und die sind nicht das erste Unternehmen in Österreich, die auf das Modell setzen. Also das nochmal als Beispiele, Dinge, die funktionieren, Best Practices in so einer Umgebung. Dann eine Frage nachschließen, nur mit dem Gesichtspunkt von der Wissenschaftsseite oder von deiner Tätigkeit, mit diesem berühmten Reifegradmodell, welche Situation, bist du, bist du Fahranfänger, du brauchst jetzt die direktive Steuerung, bist du ewig lang unterwegs, dann sollte niemand sagen, sind die direkt da auf, weil dann geht die Hut schon mal durch. Wir bedachten oder sprechen jetzt sehr viel über die Thematik Sichtweise des Unternehmens, aber wie ist denn das so mit dem Reifegrad der Mitarbeiter? Haben Sie da was beobachten können, wie es da geht? Ja, das ist sehr interessant. Wir haben jetzt gerade heute ein großes, also sehr, sehr großes Social Media Experiment gestartet mit unseren Studierenden. Eine Erhebung von notwendigen Fähigkeiten im Unternehmen der nächsten Generation. Wir fragen ganz einfach, was fehlt Mitarbeitern heute? Wir haben da ein paar Hypothesen, gerade im Bereich Selbststeuerung. Der Reifegrad ist leider in vielen Unternehmen sehr gering, weil es ja nie gefordert war. Und deswegen Unternehmen, die es wirklich gut machen, investieren in enorme Summen Geld in den Kompetenzaufbau und müssen rechtzeitig beginnen. Letzte Woche hat mich schon wieder ein Vorstand eines österreichischen Unternehmens angerufen, die wollen in ein paar Jahren eine neue Zentrale bauen. Und die denken jetzt schon daran, den Transformationsprozess zu beginnen. Und das ist genau das richtige Vorgehen. Und wir treffen uns nächste Woche und besprechen, wie das funktionieren wird. Oder geht es um die Gestaltung dann der Zentrale oder um was geht es da? Ja, und das ist das Interessante. Die Gestaltung der Zentrale ist nur ein ganz kleines Merkmal dieses Transformationsprozesses. Fast Nachkommastelle. Erst denkt man nur an die Zentrale. Ja, das ist unser nächster großer Schritt. Und dann wird aber klar ganz schnell, nein, wir verändern unsere Arbeitsweisen oder haben uns schon teilweise verändert. Und deswegen passt der Anzug nicht mehr. Also deswegen brauchen wir auch neue Gebäude und unsere Büros. Das ist eigentlich nur das Ergebnis dessen. Und dann kommt man drauf, okay, unsere Arbeitsweisen verändern sich. Welche Kompetenzen brauchen wir dann? Und haben wir das überhaupt an Bord? Und was müssen wir tun? Und wo müssen wir investieren, um dahin zu kommen? Dann wird plötzlich klar, da steht eine ganz, ganz große Entwicklungsreise an. Sehr schönes Beispiel ist auch die Porsche IT in Salzburg, die sich auf diese Reise begeben haben, auch mit Bedacht
Die gehen zum Beispiel den Weg, dass sie neue Arbeitsweisen in neuen Gebäudeteilen simulieren und dann Dinge, die nicht funktionieren, wegwerfen und verwerfen und Dinge in die nächste Entwicklungsphase mitnehmen, die sich bewährt haben. Das geht natürlich auch. Entweder macht man den großen Wurf mit entsprechendem Vorlauf oder Trial and Error. Und dafür hat sich Porsche IT entschieden, zusammen mit einer agilen Matrix-Scrum-Organisation, also ganz extrem, und sind unglaublich erfolgreich. Die haben ihre Projektdurchlaufzeiten von mehreren Monaten auf Wochen reduziert. Also in Wirklichkeit geht es ja sehr stark um eine Kulturveränderung. Und die Fragestellung dabei ist heute, was muss ich sozusagen alles bewegen, damit diese Kultur auch funktioniert. Und da glaube ich, dass die kleinen Schritte wahrscheinlich viel eher zum Erfolg führen, als wenn ich ein 5-Jahres-Projekt mache. Weil in 5 Jahren hat sich wahrscheinlich die Welt so viel verändert. Also bis die Hütte steht, sage ich jetzt einmal, gibt es schon wieder viele neue Dinge. Ne? Darf ich vielleicht dazu kurz? Gut, bitte. Ich glaube, wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, was müssen die Unternehmen tun, was passiert im Unternehmen selbst. Ich glaube an und für sich, dass es auch eine gesellschaftliche Verantwortung ist, dass wir unser Bildungssystem in dem Bereich erneuern. Das muss eigentlich viel früher beginnen. Wir sagen als Austrian Startups immer, unsere Vision ist, dass Entrepreneurship und eigentlich das Denken hinter Entrepreneurship in Österreich so normal wird wie Skifahren. Weil was ist es, was wir mit unseren Dreijährigen machen? Wir stellen sie auf die Ski und hauen sie den Berg runter. Und die fallen hin, aber es tut nicht weh, weil sie sind klein. Und die können das dann. Das ist der Grund, warum der Marcel Hirscher Olympiasieger ist und 1,5 Millionen Menschen ihm zuschauen. Weil da ein Bezug hergestellt wird, weil alle das schon irgendwie mal gemacht haben. Und weil es viel einfacher ist, sowas zu lernen, wenn man das wirklich früh macht. Das ist genauso, wenn man jetzt einen 25-Jährigen das erste Mal auf den Arlberg mit drauf nimmt und stellt ihn dort vor die Piste und der schaut runter und sagt, niemals komme ich da runter. Und ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, dass wir ein komplettes Umdenken im Bildungssystem haben. Und das betrifft nicht nur das, das ist einfach, man muss Probleme ganz anders angehen. Wir haben ein Schulsystem, das kommt aus dem Zeitalter der Industrialisierung. Da geht es darum, dass man sagt, okay, wir geben dir vor, wie der Lösungsweg für dieses Problem ist und das führst du aus. Und wenn wir in 20 Jahren in die Zukunft schauen, das wird am Arbeitsmarkt nichts mehr wert sein. Es wird darum gehen, dass man unstrukturierte Probleme lernt, dass man selbst Verantwortung übernimmt, dass man dieses unternehmerische Denken auch lebt. Du kennst sicher die Studie von George Land. Ja. Also für alle, die diese Studie nicht kennen, es gibt eine Studie, die für NASA-Astronauten geschaffen wurde, wo man austestet, wer denn die kreativsten Techniker sind. Mhm. Da geht es um so Situationen, Apollo 13, kritische Situation, und ich muss das Ding jetzt irgendwie wieder runterkriegen und landen. Mhm. Und da muss man halt sehr kreativ sein, um solche Probleme lösen zu können. Und diese Studie wurde durchgeführt an unterschiedlich alten Kindern bis ins Erwachsenenalter. Und für die, die es nicht kennen, bitte suchen Sie sie im Internet. Die Kinder im ganz jungen Alter sind zu 98% kreativ. Wenn sie aus der Schule am Ende rauskommen, nur noch zu 5%. Und eine der größten Forderungen an Mitarbeiter, die wir jetzt haben in der derzeitigen Zeit, ist Kreativität. Also wir gewöhnen sie ihnen in der Schule ab. Und damit natürlich eine Forderung an die Veränderung des Bildungssystems, ganz, ganz wichtig für das Thema Digitalisierung. Das ist ein guter Themenabend für mal. Ganz, ganz gut. In Zukunft, oder? Ganz, ganz gut. Wir nehmen es bitte ganz kurz. Ich würde sagen, das Thema ist unheimlich interessant, total spannend und schon sehr visionär. Die augenblickliche Situation, in der wir leben, ist aber noch völlig, ist jetzt eine völlig andere. Weil da geht es hauptsächlich darum, dass die Freiheit der einen nicht zum Zwang für die anderen und auch für sich selbst führt. Und die Regulierungsmechanismen, die müssen wir zunächst einmal finden, weil das, was wir da sagen, wir müssen schauen, dass man die Kreativität der Kinder bewahrt über den Ausbildungsprozess, ist eine Sache von 15, 15, 20 Jahren. Muss man und das, was es jetzt im Augenblick geht, wird der Alter sicher bestätigen, ist was ganz anderes, weil es soll jetzt auch verhindern, dass die arbeitende Bevölkerung, sei es angestellt oder Arbeitsverhältnis, ist ganz wurscht, an welchem Arbeitsplatz auch immer, damit gut leben kann. Also zurück zum auf dem Boden. Das andere war, ich wollte aber da sagen, was du gesagt hast, dass das Machen von Überstunden und damit das Erreichen von zusätzlichen Einkommen schon quasi in die Grundausstattung des IDL, des Arbeitsvertrags hineinkommt. Das ist ja auch
schon total falscher Ansatz. Das kann ja gar nicht sein, weil Überstunden sollten ja grundsätzlich nur dann geleistet werden müssen, wenn punktuell mehr Arbeit anfällt. Und die Überlegung, die du damit anstellst, ist schlecht. Ja? Dass es so ist, ist schlecht. Ja? So würde ich sagen. Und ich würde auch meinen, dass die Leistungsbereitschaft von Mitarbeitern sehr abhängig davon, wie sie ihre eigene Tätigkeit, ihre Arbeit einschätzen. Arbeite ich für das Unternehmen, hier bin ich, dort bist du, oder arbeite ich für mich und ich bin ein Teil des Unternehmens? Und das ist etwas, was als Arbeitskultur zu schaffen ist irgendwie, das muss man zusammenbringen, das schafft aber nicht die Gewerkschaft, das schaffen nicht die Leute, die analysieren und Studien machen und Think Tanks oder wie auch immer, das schafft nur ein Unternehmer. Und das ist eine Herausforderung für diese Leute. Das schafft nur sozusagen das Unternehmen oder das Management der Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern, indem er die Kultur verändert. Also es muss von oben kommen, es muss einer wie jemand sagen, das müssen wir machen und dann müssen alle mitkommen, weil wenn die Hälfte stehen bleibt und die andere Hälfte rennt, dann wird sie alles. Das ist das Problem. Aber darf ich noch ganz kurz. Zu Ihnen da. Sie haben gesagt, dass die Selbstverwaltung von Unternehmen ungefähr bei 100 bis 150 Moment, etwas, was wir brauchen. Ich glaube, das kommt aus der Soziologie. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich einmal gelesen habe, dass die Gruppenzugehörige irgendwo in diesem Bereich aufhört zu greifen. Dass da praktisch dann schon aufhört, Schuld ist ja der andere. Man begreift sich nicht mehr als Gruppe, als Einzelner, der dieser Gruppe zugehört. Ich glaube, daher kommt diese Grenze. Identifikation. Ich glaube, 100 bis 150 ist dort die Grenze. Das kommt noch daher, dass die Dorfgröße früher, man so war es beschrieben in dem Artikel, den ich da gelesen habe, die Dorfgröße bei 100, 150 aufgehört hat. Und informelle Hierarchien, die entstehen, also da kann es viele Dinge geben. Ja, das ist eine gute Hypothese. Gut, ich möchte jetzt zu einer Runde noch kommen, die eigentlich der Beutel vorher eingeworfen hat, die, glaube ich, auch mit dem Thema Digitalisierung sehr stark zu tun hat. Der Beutel hat gesagt, früher bist am Samstag zu Hause gegangen und bist am Montag in der Früh fit in der Firma gestanden und heute gehst du am Freitag zu Hause und bist das am Montag nicht. Mein Gefühl, weiß ich nicht, ob ich da recht habe, ist, dass natürlich auch das Thema Digitalisierung sehr stark damit zu tun hat, weil jeder von uns hat so einen Taschencomputer in der Tasche stecken, beziehungsweise ein Notebook da haben. Und ich glaube, dass halt da auch das Problem ist in vielen Bereichen, es gibt quasi keine richtige Freizeit mehr. Also ganz abschalten ist ganz schwierig. Ne? Der Vergleich dazu tun, ich vergleiche das mit einem Computer. Früher hast du einen Schalter gemacht und das war aus. Genau. Und jetzt muss ein Computer arbeiten. Also die Fragestellung ist, wie schaffen wir es, dass wir unsere Gehirne besser abschalten können und dann mehr Erholung kriegen. Weil ich glaube, dass das auch mit dem ganzen Thema zusammenspielt. Weil auch wenn ich nur 5 Minuten vielleicht auf mein Handy schaue, dann ist das nicht viel Arbeitszeit, aber es beschäftigt mich. Die Fragestellung ist, brauchen wir da nicht etwas? Also ich habe zum Beispiel gehört, ein Unternehmen, mir ist es entfallen, welches es ist, das sozusagen den Mitarbeitern gebietet, in der Freizeit ihre Firmenaccounts abzuschalten und nicht zu lesen. Das ist dort eine Vorgabe. Ja, also da gibt es schon mehrere Dinge. Was kennt man tun? Es gibt interessante Modelle, die diskutiert werden, wobei die in der Praxis auch auf Probleme stoßen. Es gibt Unternehmer, die sagen, ab einer gewissen Zeit werden keine E-Mails mehr in die Box weitergeleitet. Zum Beispiel, die bleiben stehen. Ich weiß nur aus der Praxis, dann gibt es Mitarbeiter, die rebellieren, weil es gibt immer die Situation, wo es notwendig wäre, dass man was erledigt. Das ist halt schwierig. Aber solche Modelle gibt es. Und die sagen, nach, was weiß ich, 20 Uhr kommt kein E-Mail mehr an oder ab Samstag, Freitag, 20 bis Montag irgendwas. Aber das
Also ich glaube, das ist wahrscheinlich unter den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen genauso umstritten wie in den Firmenführern. Aber ich fürchte, dass es wahrscheinlich auch ein Kulturthema ist, ne? Weil ich sage jetzt einmal, ob ich jetzt im Urlaub mich verpflichtet fühle, hineinzuschauen oder nicht, das ist schon was das Unternehmen beeinflussen kann. Also ich sage mal, das eine ist eine Brachialmethode, zu sagen, ich drehe dir die E-Mails ab und da kommt gar nichts mehr. Die andere Fragestellung ist, motiviere ich die Mitarbeiter, dass sie quasi ihre Freizeit tatsächlich konsumieren? Oder schaffe ich den Eindruck, dass es eigentlich gewünscht ist? Genau, schaffe ich eine Kultur, dass ich eigentlich immer erreichbar sein muss. Und durch diese Entgrenzung haben wir schon ein bisschen das Problem, würde ich sagen. Ein Appell an die ganzen Anwesenden und an uns. Beobachten wir mal 10 Gespräche mit Freunden, Geschäftsfreunden, wie auch immer. In wie vielen von diesen 10 Gesprächen nimmt der andere das Handy in die Hand und schaut irgendwas? Schauen Sie, gehen Sie in ein Restaurant, schauen Sie, wie viele Leute da vis-à-vis sitzen, Sie gar nicht mehr unterhalten, aber dafür dauernd am Handy schauen. Die Kinder fangen es an. Ein anderer Aspekt, der mir am Herzen liegt, das ist ganz einfach die Sinnhaftigkeit der Arbeit, die uns vom Management vorgegeben wird, die zu diesen vielen Überstunden führt. Also ich kann mich noch erinnern, ist heute wahrscheinlich nicht mehr der Fall, weil die Welt hat sich ja geändert. Da musste am Montag in der Früh auf alle Fälle diese Analyse fertig sein. 15 cm Papier, glaube ich, war die ganze Datei dann wert und wurde am Montag in der Früh verworfen. Wie viele Arbeiten werden gemacht, sind dringend und so weiter und werden in dem Moment, wo es nicht einmal noch ganz fertig ist, werden sie schon verschmissen. Wird schon wieder die Themensetzung neu gegeben. Also ich weiß nicht, wie da Ihre Beobachtungen sind in den diversen Unternehmen, aber das wäre mal interessant zu erheben. Weil wenn man diese unsinnigen Arbeiten, die kein Mensch braucht, die nur ad hoc so dringend sind, und dann 2 Minuten später dann nicht mehr, dann wird man uns wahrscheinlich auch die Diskussion sparen und die Überstunden auch. Genau. Ja. Und insofern werden Unternehmen im Markt schlechtere Karten haben, die permanent gestrandete Arbeitsaufträge geben, weil die natürlich Arbeitszeit verschenken in Wirklichkeit, ja, und auch bezahlen müssen. Aber das ist eben das Wesen der unselbstständigen Arbeit. Wenn ich einen Arbeitsauftrag kriege, mache ich ihn, dafür will ich auch das Geld. Und daher ist sozusagen der Erfolg auch oft ein schwieriges Kriterium, weil wenn ich solche Arbeitsaufträge kriege, dann ist der Erfolg für die Fische, wie man so schön sagt. Ne? Nein. Ja, was kommt zum Thema Freizeit und E-Mails und so weiter? Ich glaube, es hängt einmal, wie scharf das bei den Mitarbeitern und einer Mitarbeiterin drinnen steckt oder wie wenig, hängt sehr stark auch von der Arbeit, die man macht. Ob die Arbeit überhaupt erlaubt, abzuschalten, oder andererseits sich mit dem Unternehmen und ihn zu identifizieren. Eine Bilderkassierin, die du immer wieder erwähnst, hat sicherlich ein sehr viel geringeres Identifikationspotenzial als jemand, der an der Gestaltung des Unternehmens durch seine Leistung, gar nicht Planung etc., durch die Leistung mittun kann oder mitwirken kann. Und ich denke, dass dort und natürlich auch ein gewisses Personal, eine persönliche Sache. Es gibt Leute, die das einfach nicht wollen und nicht kennen. Ja. Darf nur mit berücksichtigen. Ich glaube, man tut vielleicht manchen auch mal was nicht was Gutes, wenn sie die E-Mails nicht lesen dürfen. Nicht müssen, sondern nicht dürfen. Also ich kann es aus unserem Bereich natürlich voll bestätigen, da ist viel Identifikation da und da gibt es viele Leute, wenn ich meinen Mitarbeitern sagen würde, ihr dürft am Wochenende eure E-Mails nicht lesen, dann zeigen wir den Vogel, weil ich sage, okay, das funktioniert so nicht. Aber andererseits finde ich schon, dass man einfach auch sagen muss, das ist etwas, was in der Verantwortung des Einzelnen liegt, das auch zu erkennen, okay, was tut mir selbst gut, wie gehe ich mit meiner Gesundheit um, und ich bin, also da bin ich selbst das beste Beispiel, dass ich mir manchmal schon denke, okay, always on,
und ständig am Handy ist wahrscheinlich auch nicht das Beste. Und ich probiere mir gewisse Zeitfenster zu schaffen, wo ich halt wirklich nicht erreichbar bin. Aber es ist ein Riesenthema in der Startup-Szene, es wird extrem viel diskutiert. Natürlich nicht, ja, ohne Frage. Also früher hat sich das halt von selbst geregelt, ne? Da hat man vorher gesagt, in die Arbeit gehen. Ne? Weil früher bin ich aus der Arbeit gegangen und damit war sie hinter mir. Ja. Jetzt habe ich halt ständige Verfügbarkeit, ne? Damit habe ich selber den Druck. Ne? Ich gehe heute am Freitag um 12 Uhr haben, ich glaube am Samstag zum Mittag und ich habe alles nur im Kopf. Man braucht keine E-Mails dazu, braucht er keinen Computer, kein Handy dazu. Er braucht bloß die Identifikation mit Aufgaben, mit Zielen und damit das freiwillige Übernehmen einer Verantwortung. Ja. Damit hast du schon die Situation. Vielleicht auch zum Mitnehmen heute aus der Diskussion Gedanken von Bergmann, das ist ein österreich-amerikanischer Philosoph und Wissenschaftler, der sich seit den 70er Jahren beschäftigt hat mit Arbeiten und dem neuen Arbeiten. Und der hat zunächst in den 70er Jahren einen Punkt beobachtet bei Mitarbeitern, auch bei Arbeitern in der Produktion. Er nennt das die Armut an Begierde. Das heißt, wenn ein Job nicht mehr erfüllend ist, dann gehen wir irgendwann in den Autopiloten, ja, und wollen im Leben nichts mehr. Also nichts, haben keine Erwartungen mehr an den Job, aber auch nicht mehr an das private Leben. Und als Psychologe sozusagen hat er das dann beschrieben mit dem Begriff Armut an Begierde. Und das finde ich ist ein sehr eindringliches Bild. Und hat sich gefragt, wie kann man aber diesen Zustand abstellen, und hat den Begriff geprägt des wirklich, wirklich Wollens. Wie kann man Menschen wieder dahin bringen, dass sie wirklich, wirklich etwas wollen, auch mit diesem Doppelbegriff, ja, wirklich, wirklich. Und wir sehen das schon auch seit den 80er Jahren in der Empowerment-Bewegung, Job Empowerment, und da ist ganz, ganz wichtig, Ziele geben. Ja, die Welt verbessern wollen in einem Startup, das ist ein Ziel, und plötzlich werden unglaubliche Energien frei. Und da hat Bergmann genau recht, das sind dann Menschen, die etwas wirklich, wirklich wollen, und dafür tun die auch alles. Und das kann man auch. Das sind wir sozusagen beim schwierigsten Thema, nämlich skalieren. Ja, und einer profunden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterführung. Ja. Wenn ja da schon teilweise in Unternehmen, in manchen die Kultur ist, der Chef kann es einfach und sogar das macht es richtig. Es mag Unternehmen geben, die auch ihre Chefetäten schulen, aber sehr oft geht man davon aus, nur wenn man jemanden in die Funktion bringt, kann er sowas wie Menschenführung, nämlich Ziele vorgeben, ein Klima zu schaffen, dass Leute gerne arbeiten, dass sie kreativ werden. Aber das ist natürlich genauso eine Kunst wie ein Produkt herzustellen oder eine Dienstleistung umzubringen. Und niemand kommt auf die Welt als jemand, der Personal führen kann, genauso wie Jus studieren müssen oder andere lernen müssen, wie sie im Hochofen ihr Werk schmieden. Ne? Im Prinzip heißt es Perspektiven schaffen. Man muss aber erkennen, Perspektiven kann man nicht mit Druck von oben schaffen. Sondern eher über Ziele und mehr Jobautonomie. Ja, immer Perspektiven schaffen, nicht Druck von oben. Und derzeit schiebt aber leider viel zu sehr Druck von oben. Also, das kann man nicht personalisieren, ja. Ganz kurz, der Trödel. Ja, ganz gut. Es ist, das, was wir hier diskutieren, ist nicht für alle unserer Beschäftigten in Österreich gleichermaßen verständlich, nachvollziehbar und gut. Es gibt Leute, die sind einfach nicht motivierbar für all die Dinge, die überlegt worden sind und die besprochen worden sind. Die wollen halt, wen kannst du, also im Handel, kannst du am höchsten noch über das Gröni motivieren. Na, was denn sonst? Naja, ich würde sagen, über das Arbeitsklima, über die Betriebskultur, wie die Abteilungsleiterin zur Mitarbeiterin zum Mitarbeiter ist, wertschätzen, nicht wertschätzen, gibt schon Faktoren. Aber natürlich, das Geld spielt eine Rolle, brauchen wir nicht herum. Ja, und der Faktor ist immer wieder beim Thema Bildung, das ist schon unsere Kultur in Österreich, dass wir halt auch dazu werden. Gut. Ich habe eine Umfrage gemacht mit einem Freund zusammen, haben 25 Manager in Österreich befragt. Wie viele Unternehmen hast du in deinem Unternehmen? Erst einmal die Erstaunen über die Frage. Und ad hoc antwortet in der Regel 10, maximal 15%. Mehr 10 als 15. Ja, und wie viele hättest du gerne? Ja, mindestens das Doppelte. Einen guten Freund und Manager habe ich gefragt, und warum hast du das nicht? Du bist ja selber der Chef, du kannst das einstellen. Und der sagt zu mir, und
dieses Problem, zu wenig Unternehmen, das habe ich in der ersten Ebene. Sogar der ist alles selber aufgezählt. Also auch hier, wir haben die Unternehmerinnen und Unternehmer, die tun Heifelband daheim, die machen das, auf einmal in der Firma dürfen sie es nicht. Wie du gesagt hast, beim Ausgehen aus der Schule ist die Kreativität abhanden gekommen, das dürfen wir abhanden kommen und so weiter und so fort. Wenn wir das hinkriegen, dass wir mehr Unternehmer im Unternehmen haben, Abteilungsleiter, wie auch immer, aber auch die ganz klein, einmal nur fragen, was ich zuerst angeschnitten habe mit der unsinnigen Arbeit. Es wird da jeder Mitarbeiter, oder sagen wir so, ein Großteil der Mitarbeiter sofort sagen, den Schworn, den braucht kein Mensch. Aber wir fragen es nicht. Daher wissen wir es auch nicht. Und da muss ich sagen, da haben wir auch ein Problem im Aufsichtsrat, weil sich der Aufsichtsrat um das effiziente, effektvolle Arbeiten gar nicht kümmert im Unternehmen. Dazu kann ich das aus. Nächstes Mal, glaube ich, werden wir dich einfach mit drauf. Ich würde gerne jetzt eine Schlussrunde machen, weil ich glaube, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Ich weiß nicht, Paul, ob du jetzt noch was dazufügen möchtest. Gut, dann Markus. Ich glaube, zusammenfassend, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man Verantwortung früh fördert und somit auch den Menschen zutraut, dass sie für sich selbst ihr bestes Arbeitsumfeld auch schaffen, aber natürlich auch von der Arbeitgeberseite das dann fördert. Also da bin ich einfach, wie wir richtig gesagt haben, schon in einer gewissen Blase. Ich glaube, dass diese Blase in der Zukunft wachsen wird und einen immer größeren Anteil des Arbeitsmarkts einnehmen wird. Ja, ich glaube, diese Veränderung muss man auch aktiv steuern. Das ist die Verantwortung der Politik. Mitwirken zumindest. Ja. Mhm. Naja, mein Appell geht eher an die Gewerkschaften, sich nicht in die falschen Richtungen locken lassen, sondern selbst die Agenda bestimmen und auf die Zukunft, an den Zukunftsthemen arbeiten, Zeitwertkonten, Flexirente, die wirklich smarten Modelle, die heute auch schon gut durchdacht sind oder in der Praxis bereits gesetzlich verankert sind und wirklich Innovation, soziale Innovation voranzutreiben, weil die brauchen wir in der Industrie notwendig. Das hat das alles heute gezeigt. Und das wären eigentlich die Verantwortlichen mit dafür, mit Hauptverantwortlichen. Super, danke. Also. Wenn man das letzte redet, soll man eigentlich keinen neuen Aspekt einbringen, aber ich finde einen Aspekt ausgeklammert, wenn wir über die Digitalisierung der Arbeitswelt reden, natürlich die enormen technischen Revolutionen, die stattgefunden haben und dass trotzdem seit 40 Jahren die Arbeitszeit nicht verkürzt wurde, obwohl sich Arbeitsabläufe massiv verändert haben und technisch vereinfacht wurden, manchmal auch komplexer, weil sie in den Menschen abgenommen wurden. Und insofern, wenn wir über Flexibilität reden, müssen wir sozusagen über die andere Seite auch reden. Wunderbar. Das ist Arbeitszeitverkürzung. Und wenn ich weniger Arbeitszeit habe, heißt das, ich habe mehr Erholung und dann ist vielleicht in der einen oder anderen Situation auch eine größere Flexibilität möglich. Aber was nicht möglich ist, einseitig zu flexibilisieren und auf dieser Seite nichts zu tun, das halte ich für ein zentrales Zukunftsfeld, das man bestreiten muss. Sprich, Produktivität, Umschlag auf alle, nicht nur auf die Unternehmen. Also ich habe mitgenommen, dass in Wirklichkeit auch in vielen Bereichen das Thema beim Manager liegt, dass man dort viel wahrscheinlicher in Manager-Weiterbildung investieren muss, weil die Freiheit zu geben ist was, was ein Manager klassischerweise nicht gewohnt ist. Das muss er erst lernen. Und ich glaube, dass Arbeitszeitflexibilisierung oder Arbeitsflexibilisierung, weil über das reden wir eigentlich ja, heißt, dass ich in Wirklichkeit auf beiden Seiten etwas gebe und bekomme. Das heißt, wenn ich sozusagen fordere auf der einen Seite, dass der Mitarbeiter Flexibilität bekommt, dann erwartet der Mitarbeiter in Wirklichkeit als Gegenzug, sie auch zu bekommen. Aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass wenn die Unternehmen bereit sind, diese Flexibilität auch zu geben, dass das sehr, sehr schnell funktioniert, dass man sozusagen das wieder zurückbekommt. Weil die Mitarbeiter auch dann viel motivierter sind, weil sie selber sehen, dass sie etwas bekommen. Du hast das vorher gerade auch beim Biller gesagt, also auch dort, wenn ich bestimmte Dinge tun darf, die ich vielleicht sonst nicht tun dürfte, sind vielleicht nur Kleinigkeiten, die da passieren, aber es ist ein Geben und ein Nehmen in diesem Bereich.
Ich glaube, dass ganz wichtig ist das Thema, das wir ganz am Anfang angesprochen haben mit den Arbeitszeiten, dieses All-In-Thema in Österreich, dass das sozusagen einfach, ja, du kriegst jetzt halt und jetzt Arbeit dafür, was du quasi unterschrieben hast und fertig, ist natürlich auch etwas, wo ich sage, der Manager macht es sich damit leicht, weil für einen Manager ist es natürlich relativ locker zu sagen, da hast du einen All-In-Vertrag und mich interessiert der Rest nicht mehr, weil damit brauche ich mich natürlich auch nicht darum zu kümmern. Das ganze Thema Arbeit versus Freizeit, wo es darum geht, und ich glaube, dass man das wirklich auch Lebenszeit denken muss, weil vielleicht als Jugendlicher funktioniert es mehr, dass ich mehr leiste, oder vielleicht vor der Pensionierung hätte ich gern mehr Freizeit. Also das sind Dinge, wo man auch diese Flexibilisierung wahrscheinlich mitdenken muss, und die Thematik, dass die Erholung ganz, ganz wichtig ist. Und auch, was wir gehört haben, ist, Erhöhung der Arbeitszeit heißt nicht, in allen Fällen, in manchen schon, aber nicht in allen Fällen eine Erhöhung der Produktivität, sondern sie kann auch zurückgehen. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter zu viel arbeitet, dann ist er unproduktiver, als wenn er um 2 Stunden weniger arbeitet. Auch das habe ich in Wirklichkeit kaum in einer Diskussion mitgenommen. Ich glaube auch, dass man unterscheiden muss, das hat Albert ganz zum Anfang auch gesagt, wir haben halt sehr viele Unternehmen, wo man tatsächlich noch in die Arbeit geht, und wahrscheinlich sind diese Unternehmen ein bisschen anders zu betrachten als die, die mit Informationen arbeiten. Ich nenne sie immer Knowledge Worker, Information Worker. Ich glaube, dass da ein bisschen ein Unterschied drinnen liegt, aber wir haben auch da gehört, was wir gerade vorher diskutiert haben, Überlastung ist auch da nicht förderlich. Und einer der großen Knackpunkte ist, und da hast du gesagt, das ist quasi etwas, was uns jetzt nicht dringend wehtut, aber ich glaube, wir müssen es dringend beginnen, der ganze Themenbereich der Bildung, und da fällt sehr viel hinein, weil dort ist es zum Beispiel auch das, was du gesagt hast, ich muss mich selber lernen, an der Nase zu nehmen, und bestimmte Dinge tun wir halt nicht gut. Das ist aber auch was, was wir im Bildungssystem mit hineinbringen müssen. Also Umgang mit den Kasteln, mit Medien, und ich muss den Leuten beibringen, dass sie auch auf sich achten müssen, weil sonst ist eben die Gefahr relativ hoch, dass man überhitzt und dass man, wenn man es halt nie gelernt hat, einfach sich da hineinkippen lässt. Ne? Also das wären so meine Dinge, die ich mitgenommen hätte, und da also, sage ich jetzt mal, eine ziemliche To-Do-Liste, die jetzt ganz weit weg von den Dingen sind, die wir gerade über die neue Arbeitszeitregelung als Flexibilisierung verkauft bekommen haben. Mhm, gut. So, dann danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich habe gemerkt, es ist sehr viel Wille und Motivation zur Diskussion noch weiterhin da. Wir haben da drüben einen Eiskasten stehen, es gibt ein paar Weinflaschen noch eingekühlt. Wir haben ein Bier im Eiskasten. Ich würde vorschlagen, wir begeben uns Richtung Bar und diskutieren dort einfach ganz in lockerer Runde weiter und versuchen, die Dinge zu klären, die noch zu klären sind. Meetup, ja. Nächste Woche am Dienstag findet ein Meetup statt, zu genau diesem Thema. Wir werden dort auch noch einmal das Urheberrechtsthema, das wir letzte Mal gehabt haben, vielleicht ein bisschen streifen und sagen, was dort war. Aber wir würden gerne auch mit denen, die interessiert sind, an der Liste, die ich da gerade geschrieben habe, was wäre denn zu tun, ein bisschen weiterarbeiten, weil die Fragestellung ist, was kann die Digital Society dazu tun, dass wir dort vielleicht manche dieser Dinge, die heute genannt wurden, weiterbringen. Und da ist einfach jeder eingeladen, der gerne mitmachen möchte oder noch einmal mitdiskutieren möchte und sagt, naja, als Verein könnten wir uns da hineinhauen, und das wäre etwas, wo wir vielleicht außerhalb der Diskussion sind, denn jetzt die Stunden, die wir arbeiten, mit 12 oder 10 oder doch 8 genug, sondern welche anderen Dinge müssen wir auch noch angehen, damit wir sozusagen da ein Stückchen in die richtige Richtung kommen. Also offene Einladung für alle, die da sind, auch gerne weitersagen oder Freunde mitnehmen. Meetup heißt, ist es falsch geschrieben? Ihr kennt sicher Meetup als Applikation zum Organisieren von Meetups. Wir haben es mit EAT geschrieben, was zu Verwirrungen geführt hat, weil jeder gesagt hat, kennt ihr das ihr nicht richtig schreiben? Nein, es steht da drinnen ein Suppentopf. Der Suppentopf wird dann da heraus stehen, und deswegen gibt es was zu essen. Und deswegen haben wir es Meetup genannt,
Das heißt, jeder nimmt sich einen Schöpfer Suppe, Getränke aus dem Eiskasten und dann diskutieren oder streiten wir ihn locker. Gulaschsuppe, ja. Wir haben auch vegetarische Töpfe, also falls jemand Non-Meat ist, gerne auch. Von uns gelernt, Non-Meat ab. An einem Meeting-Point vorbeifahren, am Führer mit EA. Na bitte, ja, vielleicht gibt's auch was zum Essen geben. Dann danke recht herzlich für die Aufmerksamkeit.